Servus Leute, zurück zu Let's Play Stranded Sails. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Urahnen, denn wir haben die letzte goldene Statue gefunden und der Urahne hat hoffentlich eine Lösung für den Fluch der Insel, weil wir wollen hier abhauen von dieser Insel prinzipiell. Und ja, der Urahne hat uns versprochen, wenn wir hier alle drei Statuen finden, dann dürfen wir wieder gehen. Oder dann findet er eine Lösung für uns. Was die Lösung sein wird, das verrät er uns allerdings jetzt erst. Grüße, Wuji. Du bist im Besitz der letzten Statue. Ich kann es fühlen. Du hast es tatsächlich geschafft. Wuji, es gibt etwas, was ich dir bisher nicht verraten habe. Es war meine Pflicht, diese goldenen Abbilder zu bewahren. Vor Generationen wurde ich als ewiger Wächter auserwählt, gebunden an dieses Monument, bis zu einem Moment der Unachtsamkeit, in dem dieser Schrein geplündert wurde. Wuji, stelle die letzte Statue auf ihr Podest, um deine finale Aufgabe zu erledigen. Meine Bestimmung wiederherzustellen. Wahrscheinlich muss ich dann gegen ihn kämpfen als Boss. Sieht so aus, ja, die Hundestatue. Uji, durch die letzte Statue wurde meine Macht wiederhergestellt. Nach all den Jahrhunderten wurde meine Bestimmung erneuert. An dieser Stelle muss ich dir danken. Danke, dass du nicht wie diese elenden Schurken von Gier getrieben bist. Du hast alle drei Statuen zurückgebracht und somit die Dreifaltigkeit wieder vereint. Uji, mir scheint, als hättest du das Ende deiner großen Reise erreicht. Ich lasse dir die Wahl. Soll ich den Fluch aufheben, damit du und deine Mannschaft von hier verschwinden können? Oder möchtest du bleiben? Dich weiterhin deiner Mannschaft und deinem Acker widmen, erkunden und kämpfen. Ja, Fluch aufheben. Ich hoffe, ich kann dann wieder zurück oder so. Wie du willst, Wuji. Trete zurück, damit ich das Ritual vollführen kann. Der Fluch auf diesen Inseln, uralt und von Zorn geformt, seine Existenz hinfällig, möge dieses uralte Gefängnis entschwinden und alles in ihm Gefangene von seinem Griff befreit werden. Wuji. Der Fluch ist jetzt aufgehoben, der Sturm um diese Inseln verschwunden. Dein Schiff wird beim Aufbruch nun sicher sein und nicht noch einmal zerschmettert werden. Wuji, in deiner Zeit hier hast du bewiesen, dass du die größten Dinge erreichen kannst. Wo dein Leben dich auch führen mag. Verlieh dir deinen Kampfgeist und gib niemals auf. Nun, Wuji, es ist Zeit für dich zu gehen. Deine Mannschaft erwartet dich. Ah ja, jetzt haben wir sozusagen letzte Worte, bevor wir aufbrechen. Okay. Ja, ist allerdings blöd, wenn ich nicht nochmal hier irgendwie einen Checkpoint zurückbekomme. Also nochmal zurück zu der Entscheidung, weil ich möchte natürlich das Spiel beenden, aber was ich auch möchte, also das habe ich mir schon überlegt, ich möchte euch zeigen, wie es hier aussieht, wenn man alles, wirklich alles gemacht hat. Wenn man Stufe 50 mit einem Crew-Eintopf ist, wenn man alles gebaut hat, wenn man die vollen Felder hat, wenn man, ja, wenn man alles noch bekommen hat, was es so noch gibt. Das würde ich gerne euch auch noch zeigen. Hätte ich da alles offscreen wahrscheinlich fleißig gemacht und so. Dann euch hier in einem extra Video präsentiert. Wie sieht's aus, wenn man hier lange bleibt? Das Problem ist, Mit Charles muss ich nicht reden. Ah, wahrscheinlich als letztes. Der steht jetzt wieder hier oben. Ich hoffe, ich kann dann wieder zurück, weil sonst wäre das schade, weil ich würde zumindest nicht die Mühe mir machen, nochmal alles von vorne zu beginnen, um eben diese letzten mühseligen Farmaufgaben zu machen. Nee, das wäre mir dann auch nicht recht. Aber wenn ich einen Schritt wieder zurückgehen kann und nochmal alles hier starten kann. Dammit. Ich hätte ja speichern können. Ich, Vollhorst. Das fällt mir jetzt ein. Right. Okay, right. Nein, 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 nein. Abbrechen. Halt, halt, halt. Was ist hier los? Ich will doch kein... Ich will kein neues Abenteuer. Zurück. Ah, okay. Ja, gut. Ich kann... Ich dachte, ich habe jetzt hätte einen anderen Spielstand machen können. Aber nein, das geht nicht. So, Brenda. Oh. Guten Tag, Wuji. Also, du hast es geschafft. Du hast uns hier herausgeholt. Du hast das getan, was keiner von uns konnte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also danke, dass du dich um uns gekümmert hast. Ha? Ich packe meine Sachen zusammen und gehe zur Mannschaft. Sag du den anderen Bescheid.
Aufbruchstimmung. Huji, ich sehe, es machen sich alle zum Aufbruch bereit. Das macht mich ein wenig traurig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich in all der unberührten Natur hier wirklich wie zu Hause gefühlt. Aber ich schätze, dass es besser ist, wenn wir verschwinden. Schließlich wird es mit uns hier nicht lange so unberührt bleiben. Ich packe meine Sachen zusammen und gehe zu den anderen auf das Schiff. Da weiß man natürlich. Man weiß ja nicht, wie lange man hier so aushalten könnte. Na gut, ohne Medizin ist man blöd, aber sonst ist alles da. Uji, endlich! Wir können schon an Bord? Fabelhaft, ich bin so froh, dass dieser Tag gekommen ist. Ich habe ihn mir herbeigesehen, seit wir Fuß auf diese Insel gesetzt haben. Uji, meine Taschen sind gepackt. Ich werde sofort auf das Schiff gehen. Geh und hol die anderen, ich kann es nicht abwarten. Theresa, Sven, Viola, genau, Viola und Theresa sind hier unten. Fritz und Sven sind ganz unten. Oh, Uji, wie ich sehe, ist es soweit. Das Schiff ist fertig und das Wetter ist besser als je zuvor. Ich wäre auch noch etwas länger geblieben, aber ich freue mich auf den nächsten Schritt unserer Reise. Geh und sprich mit den anderen. Ich hole meine Sachen und gehe auf das neue Schiff. Uji, mein Liebling, du hast es geschafft. Wir sind bereit aufzubrechen. Ich bin so begeistert davon, was du alles hier geschaffen hast. Das Lager, die Farm und sogar ein neues Schiff. Es ist großartig zu sehen, wie du wächst und in die Fußstapfen deines Vaters sollst. Huhu. Oh ja, lass mich meine Sachen packen. Ich möchte mich ja nicht verspäten, wenn ihr die Segel setzt. Huhu. Ja, solltest du nicht. Gönnen wir nochmal jeden Eintopf. Weil wir es können. Gibt sogar nochmal ein Level. Mal schauen, ob ich dann noch zusätzlich was bekomme. Obwohl die alle so im Verabschiedungsmodus gerade schon sind. Ah, seht her, meine ganzen Rohstoffe, sie wachsen. Also hier zumindest die Kräuter und Gewürze. Sehr gut, die Entwicklung, sehr gut. So, Level 26 kriegen wir auch noch. Da haben wir die Hälfte geschafft. Okay, wir haben das Spiel prinzipiell durch, aber die Hälfte gerade mal geschafft. Oh, Cecile würde uns ein Geschenk geben. Na gut, das können wir nochmal abholen. Und jetzt alles in den Eintopf rein. Wusch! 26 Tage gab es fast nur Gemüseeintopf. Ein-, zweimal gab es Fisch drin. Oh, hält man aus. Ist jetzt nicht die ausgewogenste Ernährung, aber ja, doch, hält man, glaube ich, aus. Ja. Ah, okay, ja. Jetzt ist es beendet, prinzipiell. Man kann da nichts mehr holen. Schade. Okay, das ist ein Zeichen, ja. Selbst wenn wir das hier schaffen, weiter geht's nicht mehr. Wir haben uns ja entschieden, dass wir gehen wollen und weiter hier bleiben wollen. Alles gut, alles gut. Schade. Na, hopp. Thymian. Lol. Die Schiffe sind auch weg. Das Kanu und so sind auch weg. Wir könnten gar nicht mehr auf andere Inseln. Oh Mann, Uji, was gibt's? Hast du das brandneue Schiff gesehen, was Sven und Logan gebaut haben? Es sieht aus, als könnte es einem groben Wellengang ordentlich standhalten. Ich freue mich darauf, mal wieder in der Tiefsee zu angeln. Lass mich meine Sachen holen, ich gehe sofort an Bord. Jawohl, Fritz. Tu das. So, Sven noch. Sven, hast gut gemacht. Ahoi, Captain. Sind wir startklar? Mann, ich glaube, Logan und ich haben uns mit diesem neuen Schiff übertroffen. Selbst übertroffen. Ich hoffe wirklich, dass es bei unserer nächsten Reise über Wasser bleibt. Haha. Uji, ich hole meine Sachen und warte auf die anderen an Bord. So. Vor dem Schiffsrohr. Oh, Charles war da oben. Na gut, jetzt ist er vor dem Schiffsrohr. Gut, es wird Zeit, Captain. Es wird Zeit. Ich merke es jetzt, ich habe Monkey D. Ruffys Strohhut. Ich bin von der Strohhut-Piratenbande jetzt. Ah, sehr gut. Ah, Uji. Wie sehr hast du die Mannschaft informiert? Nun, es sieht so aus, als würden nur noch wir beide an Bord fehlen. Mein Kind, ich habe deine Sachen bereits in deinen neuen Rucksack gepackt. Theresa hat ihn für gemacht. Hol ihn doch bitte aus unserer alten Kajüte und lege ihn auf dein Bett auf unserem neuen Schiff. Hol deinen Rucksack aus der Kajüte im Schiffswrack. Ah, da. Das Bett der Kajüte... Ah, alle sind da, anscheinend. Na gut. Im neuen Schiff. Wäre witzig, wenn jetzt gerade sowas wie Kapitel 1 fertig wäre und jetzt stranden wir auf der nächsten Insel mit dem nächsten Fluch oder sowas. Das wäre witzig. Das wäre nicht von mir erwartet.
Aber ich befürchte, wir nähern uns jetzt dem Ende. Sogar ein Steg wurde gebaut. Habe ich gar nicht mitbekommen. So. Rein da. Auf das Bett. Auf das Bett in der Kajüte. Dieses Bett dann. Rede mit Charles. Charles, wo bist du, Charles? Wo ist Charles? Hier. Ah, Wuji, da bist du ja. Wir sind fast so weit. Der Wind steht gut und es gibt nur noch eine Sache zu erledigen. Bitte, mein Kind, ich denke, das ist die letzte Aufgabe, die ich dir gebe. Hisse die Segel, damit wir endlich von hier verschwinden können. Okay. Segel hissen. Oh, ich bin unsichtbar. Cool. Tja. Wir enden so, wie es gestartet hat. Überall raufklettern, alles erledigen, unsichtbar werden. Sehr nice. Nur der Hut ist nicht unsichtbar. Wie irgendwas Unsichtbares mich verdeckt sozusagen, mich überlagert. Und noch das letzte Segel. Und dann wird's Zeit, in die kalten neuen Lande, die wir eigentlich vorhatten zu besuchen oder aufzusuchen, zu verschwinden. Weg von der paradiesischen Insel, hin zu einer frostigen Einöde. Vermutlich. Naja, schauen wir mal. Danke, Wuji. Schau dir unser Lager an. Obwohl wir hier gefangen sind, haben wir das Beste daraus gemacht. Und das alles nur dank dir. Ich weiß wirklich nicht, was wir hier draußen ohne dich getan hätten. Es freut mich, dass wir gemeinsam auf diesem Abenteuer waren, mein Kind. Und jetzt ist es an der Zeit, es dir zu sagen. Mit all dem, was du auf diesem großen Abenteuer gelernt und getan hast, hege ich keinen Zweifel daran, dass du der Kapitän auf dieser nächsten Reise sein solltest. Bitte, mein Kind, übernimm das Steuer und führe uns auf einen guten Kurs. Übernimm das Steuer. Wir ergreifen jetzt die Macht. Sehr gut. Ah. Stranded Sails, Explorers of Cursed Islands. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, es war wirklich sozusagen das Ende. Schade, dass wir jetzt noch nicht noch eine Endszene haben, wie wir aus diesem paradiesischen Island mit dem Schiff wegfahren. Aber wenn ich mir recht erinnere, es gab ja auch keine Animationsszene, wie das Schiff hier angekommen ist. Also von daher, ja. Ja, war ein schönes, oder ist ein schönes Spiel. War auf jeden Fall ein schönes Spiel. Und auf Steam wäre es natürlich sehr reizvoll, auch noch die ganzen Achievements, die es wahrscheinlich geben wird, hier wie alle Kämpfe in der Arena zu bestreiten, hier über der Champion in der Arena zu sein, alle Rezepte mal zu kochen, alle Gebiete erkunden, alle goldenen Waffen finden oder alle Verbesserungen, alle Gebäude bauen. Das sind alles so Achievements, die ich mir auf Steam vorstellen kann und die hier wahrscheinlich auch ziemlich cool werden. Alle Hüte bekommen, so in etwa. Level 50 bei den Crew-Vorräten. Das würde ich alles als Achievements machen. Dann hätte man noch stundenlang weiteres Gameplay sozusagen zu tun. Zwar hauptsächlich eher repetitives Farm-Gameplay, aber man hat auf jeden Fall ein Ziel, wo man hinarbeiten kann. Wie es halt bei diesen Wirtschaftssimulationen so üblich ist. Da hat man ja meistens kein konkretes Ziel. Hier jetzt schon, aber man kann sich noch viel mehr austoben. Ja, sehr schön. War ein schönes Spiel. Handbuch, gibt es neue Einträge? Ja gut, nichts Besonderes. Aber ansonsten haben wir es jetzt durch. Sehr nice. Frage ist nur... Oh, die letzte Statue. War da der letzte Spielstand? Schauen wir mal schnell. Das wäre natürlich genial, wenn sie danach keinen automatischen Spielstand mehr programmieren. Ja, tatsächlich. Also ich habe hier nochmal die Möglichkeit, alles zu machen. Eventuell, je nachdem, wie es mir so ergeht, werde ich vermutlich hier alles machen und dann werden wir uns noch ein letztes Mal zu diesem Spiel sehen, wenn alles gemacht ist, wenn alle Rezepte, wenn alles getan ist. Aber das wird Zeit dauern. Eventuell wird es vielleicht nie bei mir kommen, je nachdem. Ich kann es nicht sagen. Ich bin jetzt für längere Zeit leider weg. Gut. Die längere Zeit ist vermutlich schon zur Hälfte oder so abgegolten, wenn hier dieses Video rauskommt. Aber prinzipiell muss ich halt mal schauen, ob ich die Zeit und die Kraft dafür zu finde, das zu machen.
dementsprechend. War ein super Spiel. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen zuzusehen. Mein erstes Spiel, was ich sozusagen für die Switch auf oder mit der Switch aufgenommen habe. Dafür lief es relativ reibungslos. Ich habe festgestellt, ein paar Aufnahmeprobleme gibt es schon, aber die habt ihr nicht mitbekommen, prinzipiell. Aber hat Potenzial. Ich kann mir vorstellen, auch in Zukunft weiterhin irgendwelche Switch auf Switch-Spiele zu Let's Playen. Wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne raus damit. Aber ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.